Nach Dänemark könnte ich fahren. 673. Grimsby würde... Aber da habe ich die Kosten von dem Pferdenpreis mit drin. Das bringt mir nichts. Dann hätte ich sogar fast 1000er Verlust. Haben wir nur 200er. Fahren wir nach Kopenhagen. Los. Fertig zum Losfahren. Gut, also September-Projekte habe ich ja in der letzten Folge angesprochen. Für die Leute, die gerade im Stream dabei sind, waren es eben 2 Minuten. Für euch ist es dann eine neue Folge. Nach links an. Der Vorschlag ist gemacht worden, ein September-Projekt zu starten. Und immer zwar, September-Projekt verstehen wir darunter Folgendes. Es gibt ja die schöne Spielereihe Assassin's Creed. Und es gab viele Teile, die ich nicht gespielt habe, nicht durchgespielt habe. Ich habe den ersten und zweiten Teil gespielt. Brotherhood und Revelation habe ich gespielt, also die Ezio-Reihe. Und Altair-Reihe habe ich gespielt. Das ist auch einer der besten, soweit ich das Ganze mitbekommen habe. Ich habe auch die Black Flag-Variation gespielt. Und ich muss sagen, die hat mir richtig Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt ist vorgeschlagen worden, dass wir eine Spielereihe starten. Und das heißt, wir würden dann im September, ich weiß noch nicht wann, ob wir direkt ab 1. September versuchen, diese Projekte dann durchzuspielen. Das heißt, wir würden einen Spielemarathon starten. Und halt dann erstmal nur Assassin's Creed Teile streamen und aufnehmen. Also zumindest im Stream erstmal. Cool, Amazon erfüllt mir gerade Sneaker. Sag solche Schuhe gar nicht, aber hey. Wäre dann zum Beispiel so eine Idee, so ein Projekt zu starten. Zusätzlich soll jetzt nicht nur das kommen, es soll zusätzlich auch noch weiterhin andere Sachen kommen. Wie zum Beispiel die Koop-Projekte, die bleiben weiterhin, die laufen weiterhin auch. Und ich werde dann versuchen, nebenbei halt wieder noch Eurotruck zu machen und natürlich auch die anderen Projekte dann fertig zu machen, die wir jetzt noch offen haben. Die werde ich bis dahin auch noch weitermachen. Dazu kommt dann noch, neben Assassin's Creed soll dann auch noch Star Wars kommen. Also die von dem Jedi Survivor ist ja das Neue rausgekommen. Dazu soll es jetzt auch nochmal Star Wars dazu kommen. Und warum? Blue Motion Sickness? Ja. Links abbiegen. Müssen wir dann mal gucken, ob ich es dann überhaupt hinkriegt. Aber wir schauen dann mal. Das wären halt so 2 Spiele, die auf jeden Fall auf der Liste stehen. Und als Interesse gemeldet worden sind, dass man halt solche Projekte einfach mal in Angriff nimmt und startet. Aber bis dahin würde ich halt ganz gerne noch viele andere Projekte fertig bekommen. Ich bin auch schon überlegen, welche Projekte ich jetzt erstmal weiterspiele und durchspielen werde. Atomic Hearts wäre zum Beispiel noch so ein Projekt, wobei ich auch sagen muss, ich habe keine Lust mehr auf dieses Projekt. Es macht mir keinen Spaß mehr. Es hat mal Spaß gemacht. Aber entweder schnalle ich dieses Spiel einfach nicht oder ich blicke dort einfach nicht durch und bin zu doof, dieses Spiel zu spielen, muss ich leider so sagen. Ja, also es ist, ja genau, zieh noch an mir vorbei, weißt du? Du siehst doch, dass ich hier auf die Autobahn möchte und er zieht einfach noch an mir vorbei. Hammer. Das wäre jetzt halt so ein Vorschlag gewesen. Wie gesagt, Koop-Projekte bleiben weiterhin mit Amy und Co. Also da werden wir schauen, wie wir dann weitermachen. Wir werden auch demnächst Life is Strange wahrscheinlich weitermachen, dass wir das Spiel fertig bekommen, damit das Projekt auch abgeschlossen ist. Da werde ich mich dann die nächsten Tage mal dran sitzen. Na, es sind ja nur noch 3 Kapitel, die kriegen wir relativ schnell hin. Da werden wir uns die nächsten Tage dann auch mit beschäftigen, damit das Projekt auch fertig ist. Alle anderen Projekte sind, glaube ich, etwas größer und dauern etwas länger. Und die Assassin's Creed-Reihe ist halt ein Massenprojekt. Beziehungsweise es ist halt die Überlegung, dass wir sagen, wir machen 2-mal die Woche Assassin's Creed, 2-mal die Woche machen wir Jedi, 2-mal die Woche machen wir das Projekt XY und dann habe ich ja noch den Koop. Ja, und einen Tag muss ich mir halt frei halten, um halt aufzunehmen, also halt um zu schneiden und das muss ich halt gucken. Wobei halt die Spätschichtwoche, da werde ich dann wahrscheinlich nichts machen. Da werde ich dann wahrscheinlich alles schneiden, fertig vorbereiten, zwischendurch dann vielleicht Projekte aufnehmen. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, die Zeit habe, wie zum Beispiel WoW Classic. Es ist schon wieder alle Folgen leer, ich müsste eigentlich weitermachen. Dann wird die nächsten Tage auf jeden Fall wieder aufgenommen werden und dann werden wir da auch weitermachen.
denke ich. Ihr bremst mich doch nicht aus, Kind. Es ist doch nichts passiert hier. Fahr weiter. Oh, ich hasse dieses Ding einfach. Ich meine, klar, es ist ein Bremssystem, ne? Es versucht natürlich zu bremsen. Ich kann übrigens nichts dafür, wenn ich manchmal so komisch spreche, das ist nicht mit Absicht. Das passiert einfach. Ich kann das auch nicht immer steuern. Auf jeden Fall werden wir dann natürlich daran arbeiten, dass wir halt auch da weiterhin Projekte geliefert bekommen und auch ihr genug Projekte habt. Die Überlegung ist schon zu sagen, dass man vielleicht in Zukunft, das steht halt noch nicht fest, dass man das vielleicht so macht. Ein Core-Projekt, ein Singleplayer-Projekt und ein Projekt, wo ich halt einfach nur gewisse Dinge tue, wie zum Beispiel Eurotrack, dass das halt weiterkommt. Und alle anderen Projekte dann so nebenbei laufen. Das geht aber erst dann, wenn ich wirklich alles fertig habe und das dauert noch. Wobei ich auch ganz gerne Dragon Age Origins weitermachen würde, das DLC zumindest anfangen würde. Dass wir das auch fertig haben, da ich nicht weiß, ob das mit der dunklen Boot funktioniert. Das weiß ich da in dem Fall auch nicht. Ich würde die Spiele dann einfach nur storymäßig dann auf leicht eben durchspielen. Und den dritten Teil, den würde ich dann wieder auf normal spielen. Den zweiten habe ich damals auch mal gespielt. Fand ich jetzt nicht so berauschend, den Teil. Hat mich so ein bisschen enttäuscht, das Ganze. Und fand den Magier damals auch nicht so schön. Oder war es überhaupt der Magier? Ich weiß nicht. Nee, es war der Krieger. Den fand ich nicht so toll. Also er hat mir keinen Spaß gemacht und ich habe für das Ende sehr, sehr, sehr lange gebraucht. Muss ich jetzt hier links abbiegen? Ach nee, hier ist Arbeitsamt. Und das wäre auch so ein Projekt, was ich ganz gerne anfangen würde. Dafür müsste ich aber erst die anderen Projekte fertig machen. Und da will ich heute halt mit anfangen. Obwohl, warte mal, wir machen ja heute einen längeren Stream. Könnte ich heute versuchen, sogar das eine oder andere Projekt noch mit reinzubekommen und das dort dann weiterzuführen. Also Wattle Car Classic wird definitiv mit Level 80 aufhören. Weil wir einfach noch so viele andere Projekte haben und die weiterführen wollen. Dann muss ich schauen, welche Projekte wir dann in Angriff nehmen. Also ich denke mal, Expedition Rom dürfte sich noch anbieten, dass wir das in Angriff nehmen, dass wir das so schnell wie möglich durchspielen. Dass wir dann Atomic Hearts durchspielen. Also ich versuche, die nächsten wieder zwei Projekte zu machen. Drei Tage das, ein Tag ETS. Wobei ETS dann halt nichts auf den Sonntag verlegt werden soll. Und nicht auf den Samstag. Also das heißt, der Koop in Togo wird nur noch Samstag sein. Und der ETS-Plan geht dann auf Sonntag. Obwohl möglich. Das ist jetzt aktuell die Idee, dass wir halt einen entspannten Sonntag machen. Einfach ein bisschen LKW fahren, weil ich halt manchmal sonntags noch Nachtschicht habe. Und mir doch mal geraten worden ist, ich sollte mir mal Zeit für mich nehmen, mich ein bisschen entspannen. Ja. Und ich versuche das zu beherzigen. Und das würde ich dann halt auf den Sonntag legen. Weil sonntags meistens sowieso nichts auf Twitch oder YouTube läuft und ich dann nichts zu gucken habe. Schämt euch, ja? Also ich brauche mehr Leute, die streamen, wo ich auch mal reingucken kann. Wenn ich aber jetzt wieder anfange, mehr zu streamen, wird sich das sowieso erledigt haben. Dann werden wir dann schauen, wie wir das mit welchem Projekt machen. Das wird sich dann demnächst im Montags-Update, das heißt, nächste Woche Montag, das Update auf YouTube. Da könnten wir es eigentlich auch reinschreiben mit Diablo bis dahin. Dass wir welche zwei Projekte wir dann fortführen. Also ich werde versuchen, diese Woche vielleicht noch Life is Strange durchzukriegen. Dass das durch ist, dass das fertig ist. Witcher 1 müssen wir noch weitermachen. Ich hoffe, dass da irgendwann. Jawohl, da soll doch ein Remake kommen, ne? Überlegung wäre, das den ersten jetzt fertig zu lassen und dann das Remake zu. Aber wann soll das kommen? 26, 27? Wann soll der Witcher Remake kommen? Steht noch gar nicht fest, ne? Ja, von Witcher 1. Wurde doch angekündigt. Ja, müssen wir es halt so noch durchspielen. Ja, Google dummer. Könnte man hier auch mit ins Montags-Update reinpacken, dass wir da im September ein etwas größeres Projekt planen und dass ich jetzt versuche, drei Tage das. Also in 2 Jahren. Ich hoffe, bis dahin haben wir Witcher 1 dann durch. Ja, so also lass Mali in dem Moment hier einfügen. Ja, klar, da krieg ich's durch. Höchstens 25, also es dauert noch. Also 2 bis 4 Jahre kannst du rechnen. Dragon Age Origins, nein, Inquisition, nein, der vierte Teil von Dragon Age soll allerdings auch kommen.
Deswegen würde ich das eigentlich bevorzugen, dass wir die Dragon Age-Reihe durchkriegen. Wobei man das auch machen könnte, dass wir das anders gestalten. Und wir könnten 3 Tage, ich sag jetzt mal, ein altes Projekt fertig machen. 3 Tage starten wir ein neues Projekt und einen Tag haben wir den ETS. Boah, wie gut, dass ich jetzt nicht rübergezogen bin, ne? Das hätte jetzt geknallt. Das könnte man zum Beispiel auch machen. Das wäre, Samstags haben wir den Koop, dann machen wir 3 Tage, sag jetzt mal, Expedition Rom, keine Ahnung. Gut, du kommst gerade nicht aus dem Pushen hier, ne? Das ist dir bewusst, oder? Das könnte man zum Beispiel auch so machen. Also das müsste ich mal genau überlegen und dann schauen, wie ich es mache. Weil ich habe ja noch zum Beispiel einen Koop mit der Amy aktuell noch. Wir wollen The Forest, haben wir jetzt auch geschnackt jetzt drüber. Also wir haben im Grunde, wenn ich jetzt richtig denke und schätzen würde, haben wir vielleicht etwas mehr als die Hälfte jetzt gesehen von dem von der Story. Und die Überlegung ist jetzt einfach zu sagen, dass wir wieder anfangen, Baufolgen zu machen. Also wir würden das ganz gerne switchen. Baufolgen, Content, Baufolgen, weil wir haben noch so viel zu sehen, wir haben noch so viel zu erkunden. Es gibt noch so viele Dinge zu bauen, zu machen. Es gibt ja auch in 2-3 Wochen gibt es das nächste Update. Wann da die nächste Runde mit ihr ist, weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen, sobald wir Zeit haben. Und wie gesagt, ist momentan schönes Wetter. Und da möchte man natürlich nicht unbedingt dann vom PC hängen, die Sachen machen. Da möchte man das ein bisschen genießen, das Wetter. Kann ich natürlich dann auch verstehen. Ja, deswegen, da mache ich auch keinerlei Vorwürfe. Junge, fahr doch mal! Meine Güte. Vorhin habe ich noch gesagt, ja, ein LKW braucht ein bisschen. Aber Dude, ich habe 20 Tonnen Kaminsysteme geladen. Du ziehst 8 Tonnen, Junge. 8. Obwohl, nee, du könntest auch so 18 Tonnen ziehen. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, müssen wir schauen. Ich werde mir was einfallen lassen. Und dann werde ich überlegen, wie ich das Ganze dann ab Montag, also jetzt ab der Spätschicht, gestalten werde. Dann könnte ich vielleicht einige Projekte schon früher in den Angriff nehmen. Kriege ich welche fertig? Ich kriege welche vorproduziert im Endeffekt. Das wäre zum Beispiel eine sehr gute Idee, dass man das machen könnte. Meine Fremd. Bremst doch nicht! Ah, ich krieg zu viel! das wäre eine, glaube ich, eine mögliche gute Idee. Dann muss ich halt nur gucken, wie ich das da mache. Also eine Spätschicht werde ich nicht streamen. Da könnte ich dann zum Beispiel aufnehmen, die Projekte. Da könnte ich die Projekte vorantreiben, die ich jetzt zum Beispiel noch fertig machen möchte. Oder ich muss da mal gucken, wie ich es mache. Aber so 3-3-1 wäre, glaube ich, nicht so schlecht, wenn wir einmal die Woche Eurotruck machen. Ich denke, das dürfte okay sein. Wenn wir 3 Tage, ich sag jetzt mal Expedition Rom machen, 3 Tage machen wir Dragon Age. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das wäre eine gute Idee, aber wie gesagt, ich habe keinen festen Streamplan, ich habe keine festen Streamzeiten. Ich muss gucken, wie das zeitlich immer ist, wie das mit dem Internet ist, weil, wenn ich sage jetzt mal Frühschicht, ich habe 2 Uhr Feierabend, bin um 2:30 hier. Also jetzt so um die Uhrzeit, wir haben gerade 2:30, also ich hätte jetzt Feierabend, wäre jetzt zu Hause und hätte jetzt da das Problem, ja, ich bin zu Hause, was machst du als erstes? Erstmal PC an, Füße hochlegen, Videos gucken, was ist hochgeladen, was kann ich einplanen? Stunde weg, 3:30, dann bist du müde, machst ein Nickerchen, Stunde weg, ist 4:30. Dann kommst du so langsam zu, bist du fertig, so, bis du langsam wach kommst und Fahrt ist 5. Dann streamst du vielleicht für 2 Stunden. Bitte links halten. Dann ist, oder sagen wir für 3 Stunden, je nachdem. Dann haben wir 8. Dann schneiden, dann bist du so bei 10. Um 11 gehe ich wieder ins Bett. Wäre eine mögliche Idee. Hängt davon auch ab, was mich demnächst auf der Arbeit erwartet, weil da sollen auch demnächst ein paar Sachen geändert werden. Was genau, weiß ich nicht. Ich werde es dann sehen, wenn ich aus dem Urlaub quasi wieder zurück bin. Aber ich glaube, dass mit dem 3-3-1-System, das probieren wir einfach mal. Ich habe ja sowas Ähnliches schon mal gehabt. Und da war es so, jeden Tag ein anderes Game. Das Problem ist halt, dass du das Game, was du am Freitag gespielt hast, hattest du am Samstag oder Sonntag schon wieder vergessen. Und hattest eigentlich Bock drauf, dieses Game weiterzuführen. Ja, und das ist halt das Problem an diesem System. Ja, jetzt müsstest du bremsen, 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 bremsen. Panik! ich glaube, das werden wir so machen. Kingdoms of Amalur werden wir neu starten müssen, weil aus irgendeinem Grund kann ich es nicht fortführen.
weil Sophos sagt, da ist irgendwie ein Virus. Und das habe ich bei Witcher 1 auch. Das heißt, ich muss das neu runterladen, muss es neu installieren. Müsste dann mal meine Projektlisten durchschauen. Was machen wir im 3.3-System? Welches Projekt gehen wir an? PC-Building Simulator 2 würde ich auch ganz gerne weiterführen. Müsste ich auch neu starten. Kims auf Amador müsste ich neu starten. Expedition Rom könnte ich bei Zeiten weitermachen. Atomic Hearts könnte ich weitermachen. Steel Rising könnte ich weitermachen. Ich habe meine Liste gerade nicht, aber ich war es ein paar Projekte. Classic, Life is Strange dauert nicht allzu lange, ist fertig. Ich glaube, das kriege ich diese Woche noch hin mit Classic. Das sollten wir hinkriegen. Obwohl ich brauche für ein Kapitel 2,5 Stunden. Wir haben heute Dienstag, 2 Stunden, Mittwoch, 4 Stunden. Donnerstag sind 6, Freitag 8. Ich glaube, 8 bis 10 Stunden hat das Kapitel. Das heißt, ich wäre Samstag fertig. Junge, ich fahre 80. Warum fährst du so langsam? Der Wahnsinn einfach. Das ist der Wahnsinn! Du gibst zu wenig Gas! Kann er nämlich reinfallen, der bremst automatisch ab. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Das werde ich auch mal ein paar Leuten vorschlagen. Bin mal gespannt, was die dazu sagen. Frau sagt dazu gerade gar nichts. Die hört Musik. Itz. Ne, Schatz? Hallo? Jetzt guckt sie in ihrer Tasse. Ignoriert den Stream gerade vollkommen. Sprich nicht mit mir, ist wieder angepisst. So viel zu diesem Bremssystem. Nice, dass du nicht funktionierst. Cool, ne? Es ist so ein scheiß System. Was hältst du denn von dem 337, 331? Was du von dem System hältst, was ich vorgeschlagen habe? Ja, wir haben ja schon mal jeden Tag ein anderes Projekt, wenn wir 331 machen. Ja. Nur es funktioniert nicht, dann wärst du bei 7, du brauchst aber 11 Spieler auf dem Platz. Route neu berechnen. Ich hasse dieses System. Ich bremse und er reagiert nicht. Oh, Dude. Das ist das zweite Mal, dass wir jetzt in diesen LKW gefahren sind. Der hat einen Kaffee auf, glaube ich. Immer geradeaus. Die zieht jetzt schon die... Hast du das gesehen? Die zieht jetzt schon eine Fratze. Die hat jetzt schon keinen Bock mehr. Abgedrängt habe ich es jetzt auch noch. Ich denke auch, der Typ ist bescheuert. Wohin mit dir? Warte auf mich! Ich muss nur tanken! So viel zu dem Bremssystem. Nicht ohne mich! Nimm mich mit! Fliegerschaden, LKW-Schaden, Morley hat einen Schaden. Ja, das ist doch... Da wirst du doch bekloppt. Und nein, es liegt nicht an der Cola, die ich nebenbei trinke. Es ist übrigens Sherry.
Sherry, Sherry, Lady. Ja, bloß nicht anfangen zu singen, ey. Direkt alle Diabwurf, Endfollow. Ja, boah, die singt schnell weg hier. Oder da hast du plötzlich so Leute, die dir dann Geld zuschmeißen, ne? T-Shirt aus, ne? Mütze ab, gib ihn. Singen, tanzen. Boah, bloß nicht. Hau ab, ey. Wir müssen Level 13 werden. Wir müssen Level 14, glaube ich, werden. Für unser nächstes Ziel. Damit wir nächstes Mal den LKW ausbauen können. Also die Spiegel erweitern können. Und da bin ich gespannt, was wir dann bekommen werden. Das ist halt auch noch so ein Ding. Jetzt habe ich mich so auf dieses System gefestigt, dass ich gerade echt am Grübeln bin, wie wir das am besten lösen. Im 331. Machen wir dann Montag, Dienstag, Mittwoch machen wir dann neue Projekte. Donnerstag, Freitag, Samstag machen wir alte Projekte. Ja, das könnten wir machen. Weil Samstag habe ich ein bisschen mehr Zeit und dann kann ich mehr Zeit in diese alten Projekte investieren. Das wäre natürlich eine gute Idee. Das wäre eine Überlegung wert. Und ich denke, dass wir dann nächste Woche in der Späti kriegen wir relativ viel hochgeladen. Dann muss ich so schneiden. Nächste Woche lasse ich den Stream einfach nebenbei laufen. Ich werde mir noch einen neuen Charakter erstellen, den ich spielen werde. Für die Drops nächste Woche. Es gibt ja momentan immer Drops. Ich habe noch nie gesehen, dass die Polizei ein Auto da anhält auf der Autobahn. Aber ich muss auch sagen, ich fahre sehr selten Autobahn. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, das wäre eine mögliche Variation, die wir machen könnten. Die Frage ist, mit was fangen wir dann Montag direkt an? Ich will gucken, dass ich diese Woche noch ein paar Projekte fertig kriege. Montag könnten wir zum Beispiel mit Dragon Age Origins anfangen mit dem DLC. Es soll so grob 20 Stunden, glaube ich, mit meinem Bartjuk gerade. 20 Stunden plus minus haben. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung wert. Schwierig das Ganze. Leck, hör auf zu lecken hier. Ich habe die FPS jetzt mich auf 70 begrenzt, nicht auf 60. Und ich habe gemerkt, wenn ich die auf 70 begrenze, nicht auf 60, laufen die Spiele wesentlich flüssiger. Obwohl, wir streamen halt auch über die CPU, nicht über die GPU. Ich müsste meine Liste reinschauen. Wie wir das am klügsten machen, mit welchen Projekten. Welche ich dann demnächst mache. Oder wir fangen mit Star Wars halt an. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil ich Dragon Age eigentlich auch ganz gerne fertig haben würde. Schwierig das Ganze. Nicht so einfach, aber es ist eine Möglichkeit, das zu testen. Weil ich kriege auch nicht so viele Videos hochgeladen. Und ich habe noch ein bisschen Platz. Ich habe noch 133 Stunden Zeit, also Aufnahmeplatz für die Videos. Zur Not packe ich die halt auf die andere Festplatte. Ich müsste gucken, welche Projekte ich noch habe, wie wir das am besten gestalten. Ich würde die Tour aber jetzt zu Ende fahren noch, dass wir Level 13 erreichen. Und würde dann ein anderes Projekt weitermachen. Dann würde ich erstmal kurz in meine Liste schauen, wie wir das dann machen. Lass mich gerade nämlich nicht locker. Schleswig-Holstein sind wir. Weil ich mal gucken muss, wie viele Projekte ich dann noch habe. Ich denke, ich muss bei einigen Projekten eh von vorne anfangen. Streetfall wäre auch so ein Projekt, was relativ interessant ist eigentlich. Ich wollte ja eigentlich auch auf YouTube streamen. Viele Projekte machen. Also ich wollte ja auch auf YouTube nach umsteigen zum Stream. Wobei da das Problem ist, dass wir halt nicht wissen, wann die neue Leitung kommt. Ne? Das ist halt das Problem. Müssten wir dann mal gucken, wie wir das dann machen. Wenn man das dann am besten gelöst kriegt. Obwohl, man könnte natürlich auch auf YouTube streamen, könnte die Sachen gleichzeitig aufnehmen und die dann als normale Folge hochladen.
Und ja, aber wohl ist ja dann das Doppelte im Endeffekt, ne? Wenn ich es ja dann nochmal hochlade. Ja, das weiß ich dann. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Dann werde ich mich damit beschäftigen, wenn ich weiß, wann die Leitung da ist. Beziehungsweise, wann wir die eigentlich nutzen dürfen. Weil die ist ja fertig, die ist ja da. Wir haben noch keinen Router, wir haben noch keinen Vertrag und es ist noch nicht freigeschaltet. Vielleicht gibt es auch irgendwelche technischen Probleme, weil es war jetzt schon mal so weit und dann hieß es, man müsste 20 Meter Glasfaserkabel neu machen. Oder 2 Meter. Und man müsste die Straße neu aufreißen für. Und ich sag dann, ja, toll. Und du? Und ja, weil man bei uns halt auch die Straße aufgerissen hat im Endeffekt. Und müssten wir dann mal schauen, wie wir das machen. Mich interessiert das gerade. Also ich versuche gerade zu planen und ich mache sowas sehr gerne. Wie man das am besten und am klügsten regeln oder lösen könnte. Lässt mich gerade einfach nicht locker, ist das Schlimme. Ich muss gucken, was ich noch im Projektor offen habe und wie ich das dann verteile. Da könnte ich zum Beispiel auch WoW Classic mit reinnehmen in diesen 331-System. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das sollten wir uns aufschreiben, dass wir dann... Obwohl, ist das so interessant für die Leute im Endeffekt, wenn ich sage, ich mache ein 331-System, versuche das umzustrukturieren. Und würde mich mal interessieren, ob euch das interessiert, aber ich glaube, dass die meisten gar nicht so weit gucken. Oh, von 2 Spuren auf 1 Spur. Autobahnende. So, Geschwindigkeit. Jetzt ist 60? Alter, wo war denn das Schild, das jetzt hier 60 ist? Wo war das Schild? Da stand doch gerade noch 80. Beim Screenshot gemacht. Da war doch noch gerade 80. Stimmt, den Seitenspiegel muss ich auch noch reinmachen. Der fehlt auch. Das ist halt jetzt das, was mich gerade fuchst, ne? Das ist, weil das Internet mich ausbremst, kann ich das nicht so machen, wie ich es vorhabe. Ansonsten wären die Videos da alle schon fertig. Wir machen gleich Life is Strange weiter, damit das fertig ist. Ich weiß noch nicht, oder? Also, mir geht das gerade auf den Sack. Ich habe jetzt Ideen, ich weiß nicht, wie ich das umsetzen kann. Das nervt mich gerade. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Soll ich denn jetzt hier durchfahren? Nee, warum stehen die Cops jetzt hier? Gibt es das wirklich? Schienen in dem... Boah, das war knapp. Dass Schienen drin sind? 290, ja, plus die Reparatur, die wir jetzt haben. Ich finde eine neue Route. Neue Route finden. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Gut, chill mal, halt deinen Ball flach, meine Güte.
Ich kann aber hier nicht mit 20 durchfahren. Mein Tempomat geht nicht auf 20. Der hält bei 30, hält er auf. Ich kann ihn nicht auf 20 stellen. Und wir sind bei Dänemark. Die Dänen lügen nicht. Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Oh, Typ, geh mir nicht auf den Sack. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Warum rollt der LKW eigentlich zurück? Normalerweise dürfte er gar nicht zurückrollen. Was macht ihr so? Wir fahren im Kreis, im Kreis, im Kreisverkehr. Ach ja. Nimm diese Ausfahrt. Nicht fahren, Tempo, Autobahn 103. Echt, hat Dänemark ein Tempolimit? Wow. Und selbst wenn wir ein Tempolimit einführen in Deutschland, es wird sich trotzdem niemand dran halten. Oder fast keiner dran halten. Es gibt Leute, die werden sich dran halten. Es gibt aber auch Leute, die werden sich nicht dran halten. Wenn man sich dran halten würde, an gewisse Regeln, würde es wahrscheinlich auch weniger Unfälle geben. Aber es gibt immer jemanden, der meint, der ist schneller. Gut, ich fahre 55, hier ist 50. Ja, dann fahr doch 70, damit ich nach Hause komme. So einen hatte ich heute hinter mir. Ich bin ganz offen, ich lüge auch nicht, ich fahre meistens 5 km/h schneller. Manchmal auch 10. 50 fahre ich auch manchmal 60. Ich halte mich auch nicht immer an die Geschwindigkeit. Also ich bin auch nicht besser als viele andere, aber ich rase nicht durch eine 30er-Zone mit 170 oder 220 oder was auch immer. Da fahre ich vielleicht mit 40 durch. Und ich denke, dass das noch ist okay, aber selbst das ist im Endeffekt zu viel. Ja, oder bei uns in der Nähe von der Firma. Das ist innerorts quasi. Das ist direkt Hagen, sage ich jetzt mal. Und es ist 50. Wenn ich da mit 55 durchfahre, und ich fahre auch manchmal mit 60 durch, ja, ich bin auch schon schneller durchgefahren. Steht schon dran Ampel? Okay. Ist es so, dass du halt, man sollte sich schon dran halten. Es hat seine Gründe und es ist halt in der Nähe. Ja, wer ist das? Was ist das für ein Ding? Schnauze. Das ist eine Art Scheinwerfer. Ach, ich weiß, was das ist. Ja, das ist für die Schilder. Okay, die beleuchten die Schilder damit. Was wir in Deutschland direkt von oben drauf haben, haben die von der Seite. Ah, okay, alles klar. Die beleuchten die Schilder damit. Sollten wir vielleicht die überall mal haben, damit die Leute mal sehen, wie schnell man hier fahren darf. So Schilder, die halt leuchten. Ja, so mit LED und sowas, Beleuchtung. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Wäre doch mal eine Idee. Ich hatte sogar mal eine Mod. Es gab ja in manchen Ländern, da hast du ja relativ scharfe Kurven. Und da ist es so, dass du halt diese Warnschilder vorhast. Also nicht die scharfe Kurve, sondern halt so diese Dreiecke quasi. Das wäre zum Beispiel etwas, wo man das auch beleuchtet. Oder dass die heller leuchten, wenn du gegenleuchtest. Oder dass da hier, Achtung, dass die blinken. Also ich hatte eine Mod drin, dass die blinken. Und ich fand die auch ganz cool, aber ich glaube, die wird nicht mehr supported. Ich fand die immer schön, weil ich glaube, Richtung Schweden, Norwegen... so die Richtung in dem Spiel war halt auch relativ viel. Ne? Also überall, wo du viele Berge hast, Österreich glaube ich auch, war auch sehr viel immer. Solche Sachen. Und vor allem, ich finde es halt immer wieder schön. Ich habe jetzt die Brille auf, deswegen sieht es ein bisschen anders. Ja, so. Ich habe die Brille abgenommen, ich kann euch nicht mehr sehen. Das zum Beispiel, wenn ich sowas sehe, Leute, die so eine Brille aufhaben, so, und dich angucken, da habe ich das verlangt, in die Schnauze zu schlagen. Entweder du machst die Brille ab und redest mit mir, oder setzt die auf, aber doch nicht so. Ja, wenn du trägst eine Brille und hast einen Grund dafür, dann machst du die Brille doch nicht so und es sieht total affig aus. Da kriege ich die Krätze ein, da kriege ich einen Anfall. Also was mag ich überhaupt nicht? War nicht gerade 70? Oder war das jetzt die... Ich habe jetzt FPS-Anzeige, habe ich an, deswegen... mich gerade gewundert. Ja, der Mordi riecht sich einmal wieder viel zu viel auf hier. Wie immer.
Ja, falsche Taste. Falsche Taste. Mal kurz gucken, wie weit wir das denn noch... Oh, wir sind gleich da, okay. Aber hier, ach doch, da hat das auch. Ich müsste mal im Dunkeln hier vorbeifahren, dann könnte man das vielleicht auch sehen. Ob die wirklich auch bestrahlt werden. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Und du bremst aber ganz schön weit runter, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Ich denke, dass die Spur nachher so also wieder zusammengeführt wird und ich würde ganz gerne mich vor ihm setzen. Wenn das ginge. Ne, ich muss gleich wieder runter. Es hat überhaupt nichts gebracht, was ich jetzt tue. Das ist einfach nur doof. Ich sehe, da hinten in Kopenhagen ist sogar ein Fragezeichen. Das könnten wir sogar gleich holen. Ich sehe, es sind sogar zwei Fragezeichen. Wir bringen erstmal die Tour weg, dann holen wir die beiden Fragezeichen gleich. Rechts halten. Haben wir die schon mal. Rechts halten. Wir überlegen, ob wir noch eine Tour fahren, dass wir Level 14 werden. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Was, Navi springt nicht um auf 40. Demnächst rechts abbiegen. Und das im Dashboard auch nicht. Obwohl er 40 steht. Biege nach rechts ab. Ach, für das Ding hätte ich weiter geradeaus über die Autobahn gemusst, glaube ich. Ganz anders, dass das eine Sehenswürdigkeit ist. Ich mach mal auf 55, ich will gleich so 50 kommen. Ich glaube nicht, dass hier 60 bleibt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hä? Gleich mal Togo und Sina schreiben, mal gucken, was sie jetzt zu sagen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich bin schon ziemlich verwirrt mit diesen Spiegeln da oben.
Obwohl ich das jetzt schon so oft mache mit dem Einparken, habe ich da immer noch meine Schwierigkeiten mit. Na gut, wir reden ja auch gerade von einem LKW, ne? Oh, du hast auch nicht viel Platz im Endeffekt. Level 13! Die Frage, was gehen wir jetzt fernfahren? Machen wir Fernfahrten, glaube ich. 28.000 habe ich jetzt, sehr schön.